Die Mannschaften laufen ein, der Bremer SV klassisch in Blau und die Hemelinger in ihren Sondertrikots schwarz mit Gold und auch vor allen Dingen mit den Namen hinten drauf. Das ist in der 5. Bremenliga nicht so gegeben, aber die Trikots heute natürlich besonders. So, das ist das Schiedsrichtergespann. Daniel Riehl wird das Spiel leiten, 38 Jahre alt, Lehrer. Okay, let's go, würde ich sagen. Bremer SV hat Anstoß, das Bremer Landespokalfinale. 23-24 hier in Oberneuland läuft. 10 Tore hat er gemacht in der Bremenliga. Oft genau solche Situationen. Hoxer hält genau den Kopfball. Das hatten sie sich vorher genauso ausgemalt, dass der Ole Labs damit nach vorne kommt. 3. Minute, erste Chance für den Außenseiter, dem rechten Fuß den Ball bringt. Also erste Standard jetzt auch für den Bremer SV. Kommt gut, Kopfball, Tor! Und da ist er! Justin Gröber, der Innenverteidiger, ist zur Stelle. Der Favorit geht hier in Führung. 8. Minute, 1:0 für den Bremer SV. Hier sehen wir es nochmal. Ja, Tyron Hake ist da nicht richtig dran. Und dann ist der Kopfball natürlich richtig gut platziert von Justin Gröger. Schaltspiel in so einen Gegenstoß laufen. Niki Goguatze versucht es direkt hinten. Sieht und dann das 2:0! Justin Brecke! Mit dem zweiten Treffer für den Bremer SV. Und da rennt er zu seinen Freunden, zu seiner Familie. Das zweite Mal taucht der Bremer SV oder im 16er von Hemeling auf. Und zum zweiten Mal klingelt es im Kasten von Marcel Fahr. Schöne Drehung und Ole Labs nicht schnell genug. Und dann rein wieder auf Brettgeld. Er ist da, Tyron Hake steht, aber Fahr ist da. Endlich kann er sich auch mal auszeichnen, Marcel Fahr. Deutschen U15-Nationalspiel. Herdi Bukusu bringt ihn rein. Mit rechts, wieder ist der Kopfball da. Von Bjarne Kasper. Aber der war zu zentral auf das Auffahr direkt in die Arme. Ein Ballverlust, genau. Und damit ist jetzt Pause. Der Bremer SV führt hier im Landespokalfinale mit 2:0. Mit dem Eckstoß. Wieder auf den kurzen Pfosten. Der geht da durch. Aber Handspiel. Abgepfiffen von Ole Labs oder von Dia Küçük. Das konnte ich jetzt gerade nicht ganz erkennen. Guatze bleibt liegen, aber das Spiel geht weiter. Digir Menci mit dem rechten Schuss. Aber Fahr ist da. Und den Abpraller. Ui, geht da ins 1 gegen 1. Und da ist der neue Mann. Daniel Janke wieder zurück auf Genajew mit dem Schuss. Aber kein Problem für Hoxer. Und jetzt Diop, der ist schneller als Labs. Die Möglichkeit zur Entscheidung. Diop gegen Hake legt rüber auf Goguatze. Der ist im Abseits. Der Treffer wird nicht zählen. Die Fahne ist oben. Kurogli verliert den Ball gegen Kühl. Tankt sich da durch bis in den 16er, guckt und als Goguatze legt noch mal quer auf Gianluca Warm, aber immer noch nicht die Entscheidung. Marcel Fahr rettet hier die Mini-Chance für die SV Hemeling, hält sein Team da noch mal im Spiel. Goguatze gegen 2 mit der Entscheidung jetzt gegen Fahr, das ist das Tor! Entscheidung hier in Oberneuland vor 2000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Niki Goguatze.
Matze. Mit einem Wahnsinns-Solo. Erst gegen zwei, dann noch gegen Ole Labs. Und dann vernascht er auch noch Marcel Fahr und schiebt ein. Und die Auslosung für den DFB-Pokal ist ja schon nächsten Samstag um 18 Uhr. Also dann in einer Woche sind sie schlauer. Aber sie wollen hier vielleicht doch nochmal nachlegen und wieder Diop. Meine Güte, er kann es selber nicht fassen. Vorhin hat er aus 8 Metern den Ball rübergeschossen, jetzt schafft er es aus 5. Riesenmöglichkeit hier auf 4:0 zu stellen. Ja, der Ball hoppelt natürlich, aber Schiri Riehl pfeift das Spiel ab und der Bremer SV ist Pokalsieger 2023-2024. Und jetzt kriegt er den Pokal überreicht. Ist der Bremer SV. Da ist das Ding. Ja, also wie gesagt, das Team unfassbar. Ich hoffe, wir bleiben so zusammen. Wir haben uns das aufgebaut in der Rückrunde. Also Wahnsinnstruppe, einfach geil. Und dann natürlich besonders schön, dass Sie das 1:0 gemacht haben. Ja, in den letzten Spielen hat es ein bisschen mehr geklappt. Davor 2 Jahre ohne Tor, aber jetzt umso schöner als Soßenöffner. Und dann haben wir noch 2 weitere Tore gemacht und dann mit dem 3. Tor war es Ding zu. Kompliment, überragende Saison, überragende Rückrunde. Das war heute die Krönung, zu keinem Moment irgendwas anbrennen lassen. Sehr schnell das Spiel in unsere Bahn gelenkt, schnell geführt und dann, ja, dann wurde es vielleicht ein bisschen zäh für die Zuschauer. Aber ja, wir hätten von hinten heraus noch das eine oder andere nachlegen können. Aber nochmal Kompliment an die Jungs, wie sie die Saison gerockt haben. Sehr stolz. Also wirklich, wenn wir sehen, was wir für einen Weg gemeinsam dieses Jahr beschritten haben, war nicht einfach. Wir sind durch ein großes Tal auch gegangen und haben uns jetzt wirklich rausgekämpft. Und die Regionalliga, ich glaube, heute das 10. Spiel in Folge ohne Niederlage für uns. Wirklich ganz starke Leistung. Bin stolz auf die Jungs, auf die Leistung auch heute, wie sie das durchgezogen haben. Also Kompliment an die Mannschaft, Kompliment an den Verein. Fühlt sich gut an. Die Enttäuschung ist groß, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen mit Abstand drauf guckt, können wir schon sehr stolz darauf sein, dass wir als Hemeling, als Mannschaft und auch mit der ganzen Kulisse, unsere Fans, die wir hier hatten, was wir erreicht haben. Also die Enttäuschung ist groß, aber trotzdem sind wir stolz. Ich denke, gerade in der zweiten Halbzeit haben wir noch mal gezeigt, dass wir auch ein bisschen Fußball spielen können und dass wir, als wir mutiger wurden, auch 1-2 Chancen hatten. Da hinten raus hat die Kraft ein bisschen gefehlt, aber so ist das manchmal. Ja, ich bin immer ruhig mit Party, aber ich kann mich heute ja gut freuen. Ich bin sehr glücklich und ja, wir haben das auf uns warten lassen und wir haben das gut mitgenommen. Wir sind richtig stolz auf die Mannschaft. Wir haben 10 Spiele, glaube ich, hintereinander nicht verloren. Und ja, wir haben das gut durchgezogen und wir sind als Mannschaft beieinander gut geblieben. Und wir haben die Saison gut abgeschlossen.